Okay, es ist nur ein Fläschchen Calcium. So, jetzt haben wir hier noch die Dame. Das Item nehme ich mir noch schnell mit. Ich finde das gerade ganz gut, dass hier die diese komischen Höhlen-Pokémon kommen, die einem helfen. Oh, Team 47 Startvögel. Das könnte sehr interessant sein für Empoleon später. Weil Empoleon ist ja... Empoleon ist ja... kannst du lernen? Nee, kannst du noch nicht. Ist ja dann ein Stahl-Pokémon. Aber... Das ist eine Stahlattacke. Ich kriege was ja und weiter gemacht. Hier im Turm der Runde haben die Seelen dahingeschiedener Pokémon ihre letzte Ruhestätte gefunden. So, jetzt haben wir die zwei hier noch. Das kleine Bärchen hier. Aha, hab ich. Wie? Du willst mit mir kämpfen? Gerne, wenn ich mit jemandem ein Team bilden kann. Stört mich nicht, wenn ich Zeit mit dir verbringe. So, Ivan und Dora, Medizin nach Hollow. Okay. Zwischen spielen wir mal. Ich glaube, mein sollte stärker sein. Dieses auch. So, ich gehe mal auf Südstrahl und Südstrahl wieder auf jeden Fall mal nach Hollow rausnehmen aus dem Rennen. Das meine ich mit dem Scanner. Ich habe das immer mal gesagt gehabt. Also, ich war nur ein Scanner, das. Level 24 für Medizin. Immer feste Druck. Und jetzt gibst du noch die Kraftwelle und machst den Rest. Komm. Ja. Sehr gut. Junge Glück. Das wart nicht lange. So. Gut. Ich glaube, dann. Nein, hier ist noch eine Dame. Hey, wo kommst du denn her? Ich guck mal, was ist bei dir? Ach, ich glaube, ich weiß nicht. Fünfer hast du. Ja, und die Dame hat uns 5 Bienen. Das ist kein Schwert. Immer noch trotzdem wieder. Fußgeg. So. Es gibt nicht viel Erfahrungspunkte. Danach hat man zwei. Ja. Ja. Wirklich viele Erfahrungspunkte gibt es halt nicht. Ne? Das ist traurig. Eine zweite Fußkick. Ja, wenn wir es so haben. So, nochmal eine Pizza. Weil wir ja bis jetzt relativ wenig Abwechslung haben. Und die Flinke. Die hilft jetzt gerade nochmal dazu. So, Gott sei Dank ist die Olli jetzt besiegt. Meine Fresse, hat das jetzt lang gedauert. Gut. In der nächsten Folge, liebe Leute,
Begeben wir uns in den Untergrund. Den wollte ich mir auch nochmal in Ruhe angucken. Und dann gucken wir mal, was es da so erwartet. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wer geht heute in den Untergrund? Genau, so wie ich das angekündigt habe, in der letzten Folge geht es jetzt heute in die Untergrundhöhlen. Warte mal, lokale Verbindung oder Online-Verbindung? Du kannst von Spielern aus aller Welt via Internet reagieren. Müsste eigentlich gehen. Ach, leg mich doch. Nein, okay, dann geht's nur alleine. Okay, das war nur. War nur eine Idee. Stimmt, ich habe den Account, mit dem ich aufnehme, nicht. Ist nicht mein Privataccount, mit dem habe ich quasi mehr oder weniger. Mit dem nehme ich halt wirklich nur auf. So, okay. Wo sind wir? Gibt es hier eine Möglichkeit, eine Legende zu sein? Ja, da gibt es eine. Okay. Dann ist tatsächlich hier oben müsste schon was sein. Wir gucken, diese weißen, die gelben Punkte. Das ist hier unten, ne? Ah, hier. So, probieren wir mal mit Graben. Ob wir es hinkriegen. Oh, am Kinderset befindet sich eine Notiz. So, Schätzung Graben. Deinem Erkundungsset findest du einen Vorschlaghammer und eine Spitzhange. Okay. Mit diesem Werkzeug kannst du wahre Schätze aus der Wendung. Achte darauf, dass alles ausgegraben ist, bevor die Wand einschützt. Du schaffst es. Viel Glückstrainer. Es hat. Wenn etwas entdeckt ist, sind zwei Objekte. Okay. Okay, der Hammer macht mehr Schaden und ich glaube, die Spitzhacke macht weniger Schaden. Ich muss mal gerade gucken, ob ich irgendwas finde. Wir sollten nicht zu viel auf Steine kloppen. Da ist was. Warte mal. Ich glaube, nee, da haben wir. So, schau mal hier. Einmal eine Herz. Irgendwas mit Herz. Da ist was Feites, okay. Damit haben wir es. Du hast alles ausgegraben. Jawohl, ja. Eine Pupasphäre L und eine Pupasphäre S. Was die jetzt wirklich bringen, ich glaube letztendlich gar nicht, sondern die kann die verkaufen oder sowas. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Die Magma-Kröte. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal ein wildes Onyx. Also tatsächlich findet man in diesen Untergrundhöhlen Pokémon, die du vielleicht oben nicht findest. Ist ein bisschen jetzt wie Pokémon Go aufgebaut oder Pokémon Let's Go aufgebaut. Finde ich sogar ganz cool eigentlich. Also da kann man ja ein bisschen Glück und finden sogar sofort mit unserem Teammitglied, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe mehrere Ideen. Ich hatte tatsächlich auch die Idee, den Stalos ins Team mitzunehmen. Ich glaube, Stalos nehmen wir dann in den anderen Team. Genauso wie Skuntank. Das können. Ich weiß es noch nicht. So. Ein was? Da läuft mal eben so dezenten Hundemund durch die Gegend. Ja, Pia und Draghi, die habe ich auch eine ganze Weile mir. Hatte ich so ein bisschen als Idee. Okay, cool gemacht, definitiv. Naja, wir machen auf jeden Fall erstmal da runter. Vielleicht glaube ich, habe ich jetzt hier so eine. Naja, ist ein. So, gucken wir mal. Vier Objekte sind es diesmal. Ja, das hast du aber schon gefunden. Nummer 1. Ja, Pech haben wir jetzt nämlich wieder die Steine unten. Das ist was Großes. Hier.
haben. Ja, ich hab's gekriegt. Was haben wir denn hier? Ist das Galapa-Fluss? Kann das? Oder was ist das? Also wir werden nicht alle Objekte kriegen. Das ist klar. Das war jetzt klar. Aber was haben wir? Die Frage, was war das? Eine Sphäre S, eine Sphäre L und ein Kopfhussier. Ein Kopfhussier. Warte mal, das muss ich jetzt gerade mal nachgoogeln. Weil ich will... Kopfhussier. Keine Höhen bei der Devon Corporation und Zillow. Liebe Leute, dieses Kopfhussier ist tatsächlich Coplodon. Ich habe es eigentlich als anders überlegt, aber ich werde tatsächlich Coplodon, das wir ja im ersten bei der ersten Arena bekommen haben, ins Team holen. Damit würde mein Team komplett sein. Weil ich habe ja überlegt, mein Stein-Pokémon, Boden-Pokémon in die Richtung zu gehen. Und wir werden uns zeitnah nach Erzelingern aufmachen und dann dieses Pokémon wiederbeleben und ins Team holen. Ja, geil! Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, in den Untergrund zu hüpfen. So, gucken wir mal hier. Oder seit uns kommt jetzt irgendwie noch was anderes in die Großgrotte. Okay, das ist jetzt Kramus, Crosby. Ist jetzt nicht unbedingt. Okay. Ein Hinter. So, gucken wir mal. Ich fühle mich gerade ein bisschen wohl hier drin. So, ich gehe jetzt hier mal runter, weil hier jetzt nicht. Ihr seht das ja links auf der Karte, wo ich jetzt gerade ein bisschen lang gehe. Dass wir da tatsächlich immer wieder Punkte finden. Weil hier gibt es drei Kammern irgendwie hintereinander. Und ich will mich diese, will mir diese Kammer mal angucken. Okay, Großgrotte. Ein Scheinux. Aspirohr. Ah, ich möchte dieses scheiß Ding da hingeblieben. Ich kann hier gerade ein bisschen länger verbleiben. Ja, geil, auf jeden Fall. Es hat sich schon mal gelohnt, in den Untergrund zu gehen. Und das werden wir auch diese Folge noch machen. Wir werden uns tatsächlich diese Folge noch gucken und dann. Und ich werde dann nach Erzelingen kurz rüberhüpfen. Wenn es möglich ist. Ich glaube, fliegen kann ich noch nicht. Das dauert noch einen kleinen Moment. Das gibt es erst in Schleieder. Ach, leck mich doch. Ernsthaft, ich muss. Ach, stimmt, ich muss ja da raus erst. Oh Gott. Okay. Ich muss jetzt hier wieder raus, weil hier gibt es keine Verbindung. Das habe ich aber jetzt gerade jetzt gecheckt. Gut, das heißt, ich werde mal kurz da oben die drei, die zwei Sphären mitnehmen. Oder die zwei Punkte mitnehmen. Also Fakt ist, das Ding hier unten hat sich definitiv schon mal gelohnt. Ich glaube, das wird sein, dass wir mit Blade auf das zurückkehren. Jetzt natürlich nicht gesehen, wie viel. Das was. Was ist denn das? Ja, könnte schon wieder was in dem Richtung sein. Das ist ein Stein. Oder ist das auch ein Fossil? Das könnte natürlich ein Fossil. Ich weiß es gerade nicht. Das Ding hat sich definitiv gelohnt. Ich habe mich eigentlich eine Weile dagegen gestreut, das hier runter zu gehen, weil ich es eigentlich gerade mal. Es könnte ein bisschen trocken und öde sein, aber wenn ich ehrlich bin, ich mir gerade mit dem Thema Ramaidon da auf die Idee gekommen bin, dann.
Also, guck nur dann. Also auf jeden Fall, was haben wir dann da gekriegt? Eine Edeltreistentur. Eine Flugkieferstatue. Das war die Statue, die wir in der letzten Folge der Wanderer da unten angesprochen. Also zu dem müssen wir dann auf jeden Fall nochmal zurück. Vielleicht kriegen wir es. Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt einfach mal Ende mit dem Flugkiefer. Jetzt. Also. Guck mal, ich bin noch ein bisschen hier unten. Also wir werden diese Folge noch ein bisschen was machen. 4 Objekte.